So. Diese internen Gespräche, dieser ganze Zwiespalt, habe ich schon des Öfteren gesagt. Sehr, sehr schön. Aber ihr dürft euch natürlich, ne, wie üblich, eure eigene Meinung bilden und sie mir auch mitteilen, wenn ihr dies wünscht. So, ja, jetzt bin ich gerade ein wenig durcheinander. Was wir jetzt eigentlich vorhaben. Ja, erstmal einen Blick in das Buch werfen. Dafür die, Entschuldigung, Statue holen. Die ja im Haus des Heils stehen soll. Moment, was ist das denn hier? Kennt ihr den Harkonnesia-Pass? Ihr kennt ihn, richtig? Ich bin mir sicher. Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass ihr mich zum Harkonnesia-Pass begleitet? Ah ja, sehr gut. Das fällt mir gerade ein. Das hier sind so Möglichkeiten, um schneller reisen zu können, wenn wir schon mal irgendwo waren, glaube ich. Und hier zum Beispiel können wir, glaube ich, hier bis zum Haus des Heils und hier wirklich bis zum Harkonnesia-Pass selber. Oh, Entschuldigung. Und das wäre natürlich super praktisch. Okay, bitte bringt mich zum Haus des Heils. Danke, ich stehe in eurer Schuld und bin euch einen Gefallen schuldig. Zack, sehr schön. Auserwählte, ihr alle. Ja, was ist? Ich habe eine Nachricht von Dor. Er möchte, dass ihr die Reise zur Erneuerung der Welt vorübergehend aussetzt. Was ist der Grund dafür? Mist, die Stimmen waren so ähnlich, dass ich das jetzt geändert habe. Naja. Eine Reiseleiterin, die Pilgerfahrten der Kirche von Martell begleitet, ist von den Designs entführt worden. Aufgrund dessen hat Dor sich entschlossen, die Streitkräfte von Permacosta zu sammeln und einen Angriff gegen Magnus Farm einzuleiten. Was haben wir damit zu tun? Wir möchten euch bitten, die entführte Reiseleiterin während unseres Angriffs zu befreien. Wer ist die entführte Reiseleiterin? Ihr Name ist Schokolad. Schokolad? Oh nein. Auserwählte, bitte hilf uns. Lloyd, wir helfen ihnen. Helfen wir ihnen. Ja, ich denke mal, das werden wir natürlich tun. Ja, okay. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Natürlich, wir können sie nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Vielen Dank. Neil wird euch die Einzelheiten mitteilen, sobald ihr die Farm erreicht habt. Okay, einen Moment. Ich möchte eben gucken, ob wir den Hund schon hatten. Ich glaube, ja. Ja, Karamell, genau. Gut, dann war das wohl doch nichts mit dem, Statue und Buch. Wir müssen jetzt einen Angriff gegen die Farm anführen. Das finde ich sehr schön. Wir haben, es ist mir aufgefallen, in letzter Zeit sehr viel gekämpft auf dem Weg zum Harkonnesia-Pass und zurück. Und, ja, wir wollen ja nicht immer das Gleiche tun, deswegen treibe ich jetzt hier die Story ein wenig voran, wollte ich sagen. Komm schon hier. Mensch. Du hast keine Chance gegen mich und meine Super-Skills. Wie zum Beispiel. Was haben wir noch hier? Ach, Dino-Fang. Nee, gut. Also jetzt langsam geht's mir um Keks. Tiger Blade, Dino-Fang, Squid Rain. So, jetzt, genau. Danke, Kratos, das war nötig. Und jetzt die zweite, was auch immer das ist hier. Riesen Heuschrecke oder was? Jetzt habe ich einen Kraftschub, das heißt, die können mir jetzt im Moment nicht wirklich was. Die können meine Angriffsserie nicht unterbrechen. Und das ist immer eine super Sache. Und ich kann es auch an dieser Stelle verraten, es wird später auch für einen besonderen Charakter noch wichtig werden. Ja, schön, Colette. Colette hat wieder eine neue Attacke gelernt, haben wir gerade gesehen. Drehattacke. Also das heißt, sie dreht sich so mit ihrem Chakramen. So, dann sind wir auch schon dadurch. Ja, so der eine Kampf war jetzt in Ordnung. Mehr Kämpfe wollen wir nicht machen. Erstmal zumindest nicht hier draußen. Drinnen werden wir natürlich wieder einige Kämpfe bestreiten müssen. Ich meine, wir wollen ja die Farm erobern. Keine Ahnung. Die zweite Farm. Lloyd? Ja, so etwas haben wir schon einmal gesehen. Das in Isselia war also nicht die einzige Menschenfarm. Ich möchte nicht noch mehr Opfer wie Marble sehen.
Ja, wir wollen keine Opfer mehr sehen müssen. Auf geht's, Genius. Manchmal sind die Grafiken von denen bei diesen Skits schon extrem übertrieben, habe ich das Gefühl. Auserwählte, warte bitte. Einen Moment. Kurz, ne? Moment. So, wieder zurück. Ich weiß ja nicht, ob ich da schon eine Stimme für hatte und welche. Das müsst ihr mir jetzt nachsehen. Das werde ich jetzt einfach irgendwie normal sprechen, glaube ich. Neil, wir haben gehört, dass Code Chocolate entführt worden ist. Ja, ich möchte diesbezüglich gerne mit euch sprechen. Bitte hier entlang. Es scheint, als hättest du keine guten Neuigkeiten für uns. Ich möchte, dass ihr eure Reise fortsetzt und die Gegend um Permacosta verlasst. Aber wenn wir das tun, was wird denn aus Schokolade? Ja, wir müssen mit den Streitkräften von Permacosta zusammenarbeiten, um Schokolade zu retten, richtig? Nein, das ist... So, es ist also eine Falle. Von den verschiedenen Möglichkeiten wurde die schlimmste wahr. Kratos, Professor, wovon sprecht ihr? Es war uns ein Rätsel, warum die Designs in der Stadt, die eine Armee hat, verschonen sollten. Ja, genau. Wenn die Designs einer Rebellion nicht im Keim ersticken, heißt das, dass der Gegner keine Bedrohung ist. Sie wurden in Ruhe gelassen. Einfach, weil sie nicht stark genug oder vielleicht sogar nützlich sind. Es ist, wie du sagst, Dor macht mit den Designs gemeinsame Sache, um die Außerwelt in eine Falle zu locken. Warum sollte er so etwas tun? Er war nicht immer so. Das Wohlergehen der Leute in der Stadt lag ihm immer am Herzen. Sogar damals vor 5 Jahren, als er seine Frau Clara verlor, schwor er, gegen die Designs zu kämpfen. Also warum? Ich weiß es nicht. Jedenfalls wird es für die Auserwählte gefährlich, wenn wir in die Farm eindringen. Überlasst Schokolade mir und setzt eure Reise fort. Bitte erneuert die Welt so schnell wie möglich. In der Tat. Wir sollten die Situation hier um der Welterneuerung willen meiden und die Stadt verlassen. Nein, ich kann die Situation hier nicht einfach ignorieren. Colette hat recht. Wenn wir die Dinge so lassen, wie sie sind, könnte Permacosta genau wie Isilia zerstört werden. Du denkst auch so, oder Lloyd? Ja, es ist wahr, was du sagst. Aber ich muss Kratos trotzdem beipflichten. Wenn ihr nicht wollt, dass die Städte zerstört werden, solltet ihr den Kontakt mit den Designs vermeiden. Nein, das stimmt nicht. Es ist kein Widerspruch, die Welt zu erneuern und gleichzeitig die Menschen zu retten. Das denke ich jedenfalls. Wenn dies dein Wunsch ist, Colette, haben wir kein Recht, sich davon abzuhalten. Die einzige Person, die das Recht hat, auf dieser Reise Entscheidungen zu treffen, bist du, Auserwählte. Bist du damit einverstanden, Lloyd? Das war von Anfang an auch mein Plan. Erinnert ihr euch noch daran, was ich gesagt habe? Ich werde sie alle vernichten. Trotzdem. Schon gut, Colette sagt, dass sie es sich so wünscht. Nun, es gibt 2 mögliche Vorgehensweisen. Die erste wäre, Schokolade und die anderen Gefangenen aus der Farm zu befreien. Wie die Dinge jetzt stehen, werden wir, wenn wir die Farm ignorieren, ein zweites Isilia erleben. Die zweite Option wäre, Dors wahre Motive herauszufinden. Wenn er geplant hat, uns eine Falle zu locken, dann kennt er den Grundriss der Farm recht gut. Wir sollten uns also ein bisschen mit ihm unterhalten. Was werdet ihr mit Dor tun? Das solltest du besser nicht fragen. Rain liebt drakonische Strafen. Logisch gedacht, müssten wir zuerst mit Dor sprechen. Was meinst du, Lloyd? Ja, klüger wäre das, aber Lloyd würde das sagen. Wir sollten sie angreifen. Wen interessiert schon die Falle? Wir werden Schokolade retten, jetzt sofort. Ja, richtig, ich mach mit. Ich auch. Ich bin sicher, dass Schokolade große Angst hat und sehr einsam ist. Ich stimme nicht gerne zu, aber es sieht aus, als hätten wir keine Wahl. Wenn das euer Wunsch ist, dann lasst uns gehen. Wartet bitte, nehmt mich mit. Ich möchte euch gerne helfen. Okay, lasst uns aufbrechen. Bist du sicher? Es ist gefährlich. Ja, ich erinnere mich, wie ich mich damals in Isilia fühlte, als es hieß, ich dürfte Colette nicht auf ihrer Reise begleiten.
Danke. Ich verspreche, ich werde nicht im Weg stehen. Denk dran, sobald wir einmal drin sind, können wir das Gebäude erst wieder verlassen, wenn wir alles erledigt haben. Wir werden durch die Vordertür eindringen. Das heißt, wir müssen gut vorbereitet sein. Wir müssen alles geben, Neil. Jawohl. In Ordnung, also vorher noch einmal nach draußen. Nicht wahr? Genau so. Und einmal speichern, damit wir den ganzen Krempel nicht nochmal tun müssen. Jawohl. So. Dann würde ich vorschlagen, dass wir noch einmal Kratos Fähigkeiten nutzen, um uns vollständig aufzuladen. Und dann geht es Richtung Farm. Diese haben wir hier. Ach ja, einige Designs. Ja, ja, ja. Also werden wir jetzt auch wieder einige Kämpfe erleben hier. Gegen Leute mit Peitschen und mit Armbrust. Jetzt nehmen wir den uns mal vor hier. Weil der hat Genius gerade so ein bisschen angegriffen. Wir brauchen Genius ja als unsere Rückendeckung, was Magie angeht. Da ist er ja ziemlich gut und praktisch. Und wenn wir uns dann hier vorne drum kümmern. Sehr gut. Ach, das ging einfach so. Hier laufen die einfach so rum. Bisschen langsam. Das geht doch super. So, was haben wir hier? Türen. So ein Ding. Noch mehr Türen. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Ist aber eigentlich auch egal. Das machen wir erstmal in der Farm von Palma Costa. Wir sollten uns wirklich beeilen. Ja, yeah, ich will mich nicht länger als nötig hier aufhalten. Dem stimme ich zu. Sich in einem Gebäude der Designs aufzuhalten, ist keine angenehme Erfahrung. Ja, beeilen wir uns. So, dann probieren wir mal hier aus, was das Ding bringt. Die Umgebung hat sich irgendwie verändert. Es ist etwas Ähnliches wie ein Radar. Radar? Einfach ausgedrückt kann man damit Dinge sehen, die man vorher nicht sehen konnte. Okay, ich würde sagen, wir hangeln uns von links nach rechts vor. Und erkunden einfach mal alles. Da ist nur ein Design. Wow, der ist aber schnell. Nur ein Design. Ich möchte zuerst wieder den mit der Armbrust bearbeiten. Oh, da sind zwei mit Armbrust. Auf jeden Fall erst die mit Armbrust bearbeiten, da die unseren Unterstützern gefährlich werden könnten, theoretisch. So, dann benutzen wir natürlich auch unsere Skills, die wir hier drauf haben. Ich glaube, da gibt es doch sowieso noch ein paar, die noch was lernen können, oder? Vor allem Kratos, meine ich, hatte doch noch Unmengen von dem, was der noch machen konnte. Das gucken wir gleich mal nach, würde ich sagen. Und dann müsste es auch bald mal Zeit für eine neue... Nee, für die erste Folge werden, wo wir nur kämpfen und trainieren. Ah, sehr praktisch, ein Speicherkristall. Hatten wir ja auch schon mal in einer Sache. Ach du meine Güte. Rennen die hier rum. Speicherkristall hatten wir ja auch schon. Kratos macht den, sehr gut. Um dann eben so Speicherpunkte freizuschalten, die optional sind. Und nicht immer aktiv. Und die sind natürlich für uns besonders wichtig, oder beziehungsweise für mich. Ich bin ja jetzt jemand, der schon des Öfteren mal vorhat zu sterben. Ach, das waren ja zwei. Naja, vorhat ist das falsche Wort, der aber was öfter stirbt, das können wir auf jeden Fall sagen. Was ich ganz interessant finde, ist hier dieses Rebellenthema, sag ich mal. Es gibt hier so eine große Übermacht der Designs, die quasi die Welt irgendwie terrorisieren und auch auf gewisse Art und Weise regieren, die hier die Menschen in den Städten als Abschaum bezeichnen und so weiter. Und eben diese Rebellion. Das ist ein sehr interessantes Thema auch. Wobei auch, ich kann eigentlich so wenig sagen. Ich weiß zu viel.